Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Chrisney. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal mit einem neuen Mikrofon und zwar dem Zoom H2N. Ich hoffe, ihr merkt einen Unterschied. Für mich ist es auf jeden Fall weniger Produktionsaufwand, weil einfach das Grundrauschen anders ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, weil ich habe mir wieder ein neues Thema ausgesucht hier für den dritten Advent. Damit ihr einen schönen Sonntag habt, habe ich mir einfach mal meine Favoriten der Spiele 2014 rausgesucht. Die Spiele, die ich am meisten gespielt habe oder die Spiele, die ich am besten fand, die werde ich euch jetzt auflisten. Auf Platz 1 war da auf jeden Fall Arma 3. Im Spiel habe ich ungefähr 400 Spielstunden. Und das ist ein sehr kurioses Spiel. Es ist eigentlich eine Militärsimulation. Und ich habe es nicht als Militärsimulation gebraucht, sondern eher als Online-Rollenspiel. Da gibt es verschiedene Mods, wie zum Beispiel Altes Live oder King of the Hill, wo man einfach online gegeneinander spielen kann. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Fand ich sehr gut. Dann mein zweitmeistgespieltes Spiel ist mit 320 Spielstunden Counter-Strike Global Offensive. Einfach ein unfassbar gutes Teamspiel, kann man sehr gute Wettkämpfe mitmachen, muss man sich natürlich reinfinden, ich bin da auch nicht der Beste drin, es kommt auch immer sehr stark auf das Team an, wenn man im Fünfer-Team spielt, hat man einfach einen Vorteil und wer wenig Wert auf Grafik legt, sondern auf richtig faires Gameplay, was ausgeglichen ist, dann ist Counter-Strike auf jeden Fall genau das Richtige. Auch wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, kann man auch die großen E-Sport-Ligen kann man sich angucken und kann richtig mitfiebern und wetten. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Und auch ein erst kürzlich erschienenes Spiel ist für mich unter den Top-Spielen 2014 dabei. Mit Far Cry 4. Hat mich sehr geflasht, die Grafik war geil. Es lief von Anfang an gut auf dem Computer, was mich auch direkt überzeugt hat. Ich habe die Story innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet, weil ich dies wie immer gut fand durch diesen Charakter und die gesamte Landschaft ist einfach gut inszeniert, man kann sehr viel machen, dieses Himalaya-Gebirge und alles insgesamt ist sehr stimmiges Setting, das hat mir sehr gut gefallen. Das nächste Spiel wäre ein Adventure, die ich normalerweise nicht sehr häufig spiele. Und zwar wäre das Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Auf meinem alten Kanal habe ich darüber sogar ein Let's Play gemacht. Ich fand es einfach gut, wie viel man aus so einer passiven Spielart rausholen kann. Es hat einen wirklich in das Setting Sherlock Holmes hineinversetzt und man konnte wirklich miträtseln. Mein erstes Adventure und das hat mir echt viel Freude bereitet. Dann, was ich mir auch noch erst dieses Jahr gekauft habe, was aber schon länger auf dem Markt ist, war Titanfall. Das war im Angebot für 14 Euro, glaube ich, habe ich mir gedacht. Shooter online, das geht klar, kaufe ich mir das Ding. Und das hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Sehr schnelles Gameplay, geiles Movement mit an den Wänden laufen, durch Kombinationen, durch Wände laufen, jumpen. Hat man Geschwindigkeit, Speed gekriegt, das Waffenverhältnis. Dann diese Titans, die von oben runterfallen, hätte man vielleicht präsenter machen können, dass die einfach wichtiger sind, weil die sind nach ein paar Sekunden sind da schon welche im Spiel. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne anrühre und auch gerne gespielt habe. In dem gleichen Genre auch ein Origin-Spiel wäre Battlefield 4, habe ich sehr oft gespielt, fand ich von der Grafik geil, ich bin sowieso ein Battlefield-Liebhaber, fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel, hat auch einfach Spaß gemacht, da die Waffen hoch zu leveln und einfach weiterzukommen und auch mal im Multiplayer mit 64 Leuten mit Fahrzeugen sich Schlachten zu liefern, sehr, sehr gutes Spiel. Das soll es gewesen sein von meinen Top-Spielen dieses Jahr. Und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, falls ihr mir eure Spiele mitteilen wollt, die ihr dieses Jahr auf jeden Fall gefeiert habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim Türchen Nummer 4 und dann gibt es ja nochmal ein Special am 24. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch reinschaltet. Bis dene, ne? Ciao. Ich habe das schon früher mal gespielt, war irgendwann mal kostenlos in der Zeitung drin und habe ich mir gedacht, das muss ich euch mal zeigen, das ist perfekt für ein Weihnachtsspecial.